Ja, moin, moin, meine Yu-Gi-Oh!-Freunde und herzlich willkommen. Ja, heute geht's weiter mit, ja, ihr wisst schon, denke ich mal. Und ja, Leo ist heute da am Start mit seinem Uftronischen Deck und ja, da bin ich mal richtig gespannt. Also ich glaube mal, der wird bestimmt knackig mit seinen ganzen Uftronischen Karten und seinen ganzen Ausrüstungszauberkarten. Ich nehme heute das Cyberdeck. Er hat ein Maschinendeck, das sind alles Maschinenmonster und das passt, denke ich mal, da am besten. Und ja, da können wir uns so einen kleinen Vorteil verschaffen. Und ja, wir nehmen, komm, wir nehmen die bloße Hand. Okay, das hat er auch gemacht. Da hoffe ich mal, dass er jetzt Schere nimmt. Oh nein. Naja, dieses Papiersteinschere. Gott sei Dank hat dieses Papiersteinschere nichts zu sagen, was den Gesamtsieg angeht, aber ja. So, gestern wurde mir in die Kommentare geschrieben, ja, woher hast du denn so viele Karten? Ich habe das Spiel schon seit Anfang an und gibt es da einen speziellen Trick? Und wenn ja, würdest du ihn uns mal verraten oder so? Und da wurde in die Kommentare geschrieben, wieso hast du keine Karten bekommen? Nachdem, ich habe ja gestern wieder 2 Siege gemacht sozusagen. Wir könnten das jetzt so machen, oder? Ne, komm. Wir machen ganz easy einfach so. Und lassen erstmal den Juten Leo seine Kombination raushauen. Damit ich erstmal dann die Möglichkeit habe, ihn erstmal in hart auszuwischen. Was? Was? Lege einen Uftronischen Monster von deiner Hand in den Deck zurück. Zerstöre eine Karte auf dem Spielfeld. What the fuck? Die kleine Mies, dieser Lappen. Ich glaub's ja nicht. Hat er meine Cyberlarve geownt? Ah, er hat anscheinend keine Monster irgendwie. Okay, das finde ich natürlich dann in denen entsprechend schon mal awesome. Komm, spielen wir einfach einen Proto-Cyberdrachen und greifen einfach an. Einfach so, den können wir notfalls auch entbehren, falls er irgendeine böse Fallenkarte oder was hat. Und ja. Ich würde mal sagen, erstmal zu dem Thema mit, ja, ich spiele so lange und habe nicht so viele Karten wie du. Da muss ich erstmal anmerken, für alle PlayStation 3 Spieler unter euch, die dieses Spiel haben, finde ich ja mittlerweile richtig geil, dass es das Spiel auch für die PlayStation 3 gibt. Und ja, das soll jetzt nicht heißen, dass es das schon zeitiger für die Xbox gab. Also ich hatte es ja prinzipiell schon 3 oder 4 Wochen eher, weil es ja anfangs auf den deutschen Marktplatz und auf dem österreichischen und auf allen anderen, außer auf dem Ami-Marktplatz, ja so oder so irgendwelche Release-Schwierigkeiten gab. Hatte es ja so oder so schon mal 3 oder 4 Wochen eher als alle anderen, außer unsere amerikanischen Freunde. Und ja, das große Kriterium oder der große Vorteil, den ich jetzt gegenüber den PS3-Besitzern von diesem Spiel habe, das ist der zweite Teil sozusagen. Und ja, den ersten Teil, den gab es auch nur auf der Xbox 360. Ja, annulliere alle, ja, Fallenkarten zum Mist. So, lass mal so. Angreifen kann ich noch nicht. Ja, den ersten Teil, den gab es nur für die Xbox 360. Und deswegen habe ich schon einen großen Vorteil gegenüber den PlayStation 3 Besitzern, weil, ah komm, weil ich natürlich den ersten Teil schon gespielt habe und ich konnte auch sämtliche Karten und Decks und sowas alles mit übernehmen, die ich jetzt im ersten Teil schon erspielt habe und mir die Decks dann zusammengebaut habe und sowas, die konnte ich halt alle schon mit übernehmen und da hatte ich halt schon wesentliche oder wesentlich bessere Startverhältnisse als für die Leute, die halt mit dem Spiel jetzt erst von null angefangen haben, weil die mussten sich natürlich dann erstmal wieder hochspielen mit dem Starterdeck, wobei ich auch sagen muss, dieses Starterdeck von Yu-Gi-Oh! Millennium ist ja mal richtig schlecht gewesen, also da war das von dem vorherigen Teil, also Yu-Gi-Oh! Decades Duels Plus oder so, ich weiß nicht mehr, das war so ein ganz komischer Name. Da hat er aber schon prinzipiell ein besseres Startdeck. Und ja, ich könnte ja eigentlich, ach komm,
machen wir das so. Nehmen uns einfach sein Monster und riskieren nicht, dass unser Monster dadurch zerstört wird. Und ja, deswegen war schon mal klar im Vorteil, was die Startmöglichkeiten angeht. Und ja, dann wurde natürlich gefragt, ob es irgendeinen besonderen Tipp für Kartenfarmen gibt. Ja, klar, gibt es eigentlich ganz easy. Es gibt verschiedene Decks, womit man sehr schnell Karten farmen kann. Das sind diese Decks, wo man möglichst viele Karteneffekte, also jetzt Zauberfalle oder Monstereffekte aktivieren kann. Okay, das ist natürlich jetzt schlecht für mich, weil der nämlich 200 ATK mehr hat, aber naja, bis jetzt ist es auch ein wenig ausgeglichen, muss ich mal sagen, aber ich habe ja auch der... Okay, jetzt habe ich den noch. Ich habe ja auch derzeit noch nicht so die ganzen Karten, wie ich eigentlich haben wollen möchte. Ist mir jetzt egal, was du hier machst. Die puste ich dir so oder so erstmal weg. Die komische Karte da. Na komm, hau die weg. Nein. Ach, die kann er trotzdem noch aktivieren. Okay, jetzt habe ich wieder nicht... Oh, okay. Okay, hat sich erledigt. Aktivieren wir die mal noch schnell. Und ja, ich schweife gerade wieder ab. Und ja, möglichst viele Karten. Also es gibt prinzipiell eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder ihr habt ein Deck, wo ihr möglichst viele Karteneffekte aktivieren könnt. Das war ja anfangs bei mir mein Life und Entferner. Da habe ich mit jedem Duell eigentlich 15 Karten bekommen. Und überlegt euch das mal, 15 Karten mit jedem Duell, das ist schon echt krass. Und da hat man natürlich auch die Möglichkeit, sehr schnell Karten zu farmen. Die andere Möglichkeit ist natürlich dann, ihr baut euch ein Deck, womit ihr sehr schnell einen Sieg erringen könnt. Also jetzt wie zum Beispiel das Schwarzflügel-Deck, das Lichtverpflichteten-Deck. Oder wie es bei mir ist, sozusagen mein Burner-Deck. Also wenn ihr jetzt mal auf Part 2 Tage zurück, ich weiß nicht, 54 oder 55 oder so, müsst ihr euch mal anschauen, da benutze ich 55 was. Da kämpfe ich gegen Zone, also das ist sogar ein Boss-Gegner. Und ja, jetzt aktivieren wir erstmal die, damit ich auch ohne Probleme angreifen kann. Da kämpfe ich gegen Bossgegner, also ein Match, und ich habe den trotzdem innerhalb von 5-6 Minuten weggemacht mit dem Burner-Deck, weil das einfach so OP ist. Also mit dem Burner-Deck habe ich dann die ganze Zeit halt immer wieder gefarmt. Ich habe in einer halben Stunde habe ich durchgespielt die Yu-Gi-Oh! Staffel und die... da klaut meine Karten. Und die GX-Staffel einfach so funmäßig vom ersten bis zum letzten Gegner. Und das lief dementsprechend alles ganz easy. Wir könnten das natürlich jetzt so machen. Ich weiß jetzt nicht, was bezweckt die Zeile. Wähle einen und so mit einem Friedhof und deines Gegners. Beschau das Gewicht. Ich würde schon auf die Spielfeldseite. Ja, die auch in Angriff wird. Rüste es mit dieser Karte aus. Diese Karte kann zerstört und ausgerüstet. Okay. Okay. Ich habe ja eigentlich jetzt so eine Möglichkeit. Wir machen jetzt so. Dann machen wir so. Okay. Wir fusionieren einfach jetzt ein Monster nochmal. So, und dann müssten wir jetzt eigentlich gewonnen haben. Ja, und das Burner-Deck, das ist einfach bei mir so OP. Ich habe damit so schnell Siege eingefahren. Okay, ich krieg da jetzt auch nicht allzu... Also ich krieg da immer, weiß ich nicht, 8, 9, 10 Karten. Und wenn man das mal so ausrechnet, dass ich dann pro Duell, weiß ich nicht, 3-4 Minuten spiele, vielleicht auch 5. Oder kommt halt dementsprechend drauf an, ob ich halt anfangen darf oder nicht. Ist das dann schon eine sehr gute Möglichkeit, um Karten zu farmen. Und jetzt zu den, weshalb ich keine Karten bekommen habe. Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, weil ich hatte mal gelesen, dass es, wenn man jetzt, es gibt ja, man kann ja jede Karte nur dreimal haben. Nein, nicht aktivieren. Ich werde auch jetzt wieder keine Karten bekommen, übrigens.
Ich habe mal gelesen, dass das so ist, wenn man eine gewisse Karte jetzt, ich sag mal jetzt den Cyberdrachen schon dreimal hat, dass man ihn nicht nochmal bekommen kann, dass dann die Wahrscheinlichkeit, eine andere Karte zu bekommen, höher ist. Was ich aber auch sagen muss, in dem Spiel ist es so oder so schon mal schwieriger, die alten Karten aus dem ersten Yu-Gi-Oh! Zu bekommen, weil bevorzugt erstmal die neuen Karten sozusagen zu bekommen sind. Ich weiß nicht, wie das da irgendwie geregelt ist. Also man bekommt erstens die neuen Karten, bevor man dann die älteren Karten bekommt, die es halt schon im vorherigen Teil gab. Und ja, wenn man, und ihr müsst euch das jetzt so vorstellen, wenn man jetzt eine gewisse Karte schon dreimal hat, bekommt man eine andere Karte mit höherer Wahrscheinlichkeit. Aber wenn man die andere Karte auch schon dreimal hat, bekommt man eine andere Karte. Und wenn man irgendwann mal alle Karten hat, dann bekommt man auch keine Karten mehr. Um das jetzt mal so als Anmerk zu sagen, ja, ich habe mittlerweile schon alle Karten. Ich habe ja vor ein paar Wochen habe ich schon gesagt, dass ich schon über 5000 Karten mittlerweile hatte. Und ich habe natürlich mich natürlich kräftig nochmal rangesetzt und nochmal gefarmt und gemacht. Und ich hatte ja natürlich auch einige Karten schon bekommen, weil ich ja so oder so die ganzen DLCs gekauft hatte. Und da, das waren auch rund, ich sag mal 2000 bis 2500 Karten, die ich da bekommen habe. Natürlich war da auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich Karten natürlich auch doppelt gehabt habe. Aber das müsst ihr euch auch schon mal, das sind schon mal 2000 bis 2500 Karten mehr. Das ist dann auch wieder ein Vorteil gegenüber von denen, die sich die Kartenpakete nicht kaufen tun. Klar, ich habe sie da gekauft, um Videos davon zu machen. Also ich muss sagen, ich hatte so oder so schon viele Karten doppelt, weil ich ja wie gesagt schon den Vorteil hatte, weil ich den ersten das erste Spiel davon halt schon spielen konnte. Und ja, ich hoffe, ich habe jetzt eure Fragen damit beantwortet, weshalb ich so viele Karten habe, wie man viele Karten bekommen kann, möglichst in kurzer Zeit. Und ja, ich hoffe, es konnte euch weiterhelfen. Und ja, jetzt gucken wir mal, wer der nächste Gegner ist. Es war mir schon klar. Akiza. Oh Mann, das ist auf jeden Fall die flotte Biene aus 5Ds. Also in der ersten war es ja Mai Valentine. Dann kam unsere gute Alexis. Wobei ich aber auch sagen muss, die Blair war eigentlich auch ein geiler Charakter. Und ja, in 5Ds ist es natürlich die Alexis. Und wer es dann bei Sexhals ist, kann ich euch nicht sagen. Ich habe die Anime-Folgen nicht viele verfolgt. Also ich habe vielleicht, wenn es hochkommt, mal 10 Stück oder so geschaut. Und das war auch letztens erst. Also das war schon mitten im Geschehen. Ich weiß gar nicht in der ersten Staffel, um was es da überhaupt ging. Und ich habe keine Ahnung von Sexhals. Aber ich werde auf jeden Fall, wenn ich Akiza besiegt habe, morgen werde ich sie als Spielerbild nehmen, weil ich auch finde, sie ist ein richtig geiler Charakter. Sie gefällt mir richtig. So oder so, Frauen mit roten Haaren, ihr wisst, die haben Feuer, also mit denen wird es nie langweilig. Ja, und sie spielt mit ihrem Rosendeck. Also werden wir es mit hoher Wahrscheinlichkeit mit den schwarzen Rosendrachen zu tun bekommen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, ich konnte euch weiterhelfen. Und dann sage ich, haut rein und dünnü, bis morgen.